Moin, liebe Zuschauer, und willkommen zurück bei Gildenkriege 2. Und los neuer ist das Content, schalalala. Neuer Content, schalalala. So. Erfolgreich. Ja, das muss auf jeden Fall gesagt werden. So, jetzt habe ich gehört. Jetzt habe ich gehört, marschieren die Char wieder ein. Während sich Tyria auf einen weiteren Krieg mit einem Altdrachen vorbereitet, wird die Suche nach Informationen zum wichtigsten Ziel. Die Arkan-Geheimnisse tief in der Abtei Dormant verborgen sind, können etwas Licht in eure mysteriöse Vision bringen und euch Hoffnung auf die Zukunft geben. Diese Episode spielen. Butz! Warte noch auf mich, warte noch auf mich! Wir müssen das jetzt direkt durchsuchen, ne? Wir werden nichts anderes mehr machen, bis wir diese Story jetzt nicht schon wieder durch haben, weil ich muss wissen, was mit Ridlock passiert ist. Und ich will wissen, wo vor allem die Blutlegion neue Truppen hinversetzt hat. Ich bin schließlich Centurio der Blutlegion. Ach ja, und ich übrigens muss im Bilde sein über die Truppenbewegungen. Es hatte sich in der letzten Folge einer beschwert, dass ich nicht episch genug aussehe. Aufs Maul, wenn jetzt nochmal jemand behauptet, ich sehe nicht episch genug aus, ne? Also wirklich mal, ich sehe episch aus. Mein Krieger haut deinem Waldläufer aufs Maul, Junge! Aufs Maul! Mein Messmer haut deinem Messmer aufs Maul, Junge! Oder so. So. Ich habe mir übrigens noch einen kleinen Tickwartel besorgt, keine Ahnung. So, Krieger-Swag ist wieder am Start. Ich habe eine blinkende Nachricht. Echos in der... Was? In der Chronik ansehen. Halleluja. Diese Episode spielen. So, ich lade dich übrigens mal in die Gruppe ein. Seid gegrüßt, Kyrsarina. Ich schicke eine junge Exploratorin namens Campbell, um die seltsamen Aktivitäten bei Fort Seimal zu untersuchen. Ich weiß, dass ihr in der Schlacht gekämpft habt, die so viele Seraphen das Leben gekostet hat. Wen jucken Seraphen? Alle anderen Exploratoren sind mit anderen Missionen beschäftigt oder bereiten die Abreise mit dem Pakt vor. Ich brauche jemanden, der für Campbells Sicherheit sorgen kann und dem ich vertraue. Würdet ihr nach Fort Seimal zurückkehren und sie dort treffen? Ich danke euch für die Mühe, die ihr meinetwegen auf euch nehmt. Ella Mackay. Mackay. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir hin. Irgendwo in den Kessex-Hügeln. So, dann gehen wir mal irgendwo in die Kessex-Hügel. Kessex-Hügel. Da. Irgendwo in Oberherr war's. Kessex-Hügel. Ja, Nordwesten vom Kessex-Hügel. Materialisierungsvorgang. So, ja. Ich will jetzt sehen, wie Char irgendwo einmarschieren. Da will er das... Dass die Char einmarschieren. Wir sind excited, ja. Hab ich das Gefühl, man hört uns unser Excitement an? Nein, man hört unser Excitement uns gar nicht an. Warum bist du denn da unten? Keine Ahnung, weil die gesagt haben, ich soll hier hingehen. Das ist aber falsch, ne? Das Missionsding fängt hier oben an. Das ist richtig, richtig smartes Game, habe ich gehört. Richtig smart, oh yeah. Kessex Hügel. Gottverdammte Kacke! Ich mach auf, keine Sorge. Nein, ich mach auf. Oh, hier stehen schon wieder Spieler. Ach, ist das schön. Warte, das war. Lust zu töten steigt. Oh, hier steht noch. Oh, die Char sieht cool aus. Whose idea was that? Wer fand die Idee lustig, dass man das Fort einfach zumachen muss, dass man nicht durchlaufen kann? Welcher Kack-Designer fand das schon wieder lustig? Ich muss außen rumgehen. Erst Verteidigung, dann Angriff. Nein, erst Angriff. Totale Vernichtung. Ach, Freude. Kacke. Auf Wiedersehen, Frames. War schön, euch gekannt zu haben. Ach, was. Na, ne, geht. Ja, Instanz betreten. Ja. Die Geister von Fort Salma. Die oh mein Gott, das Artwork ist schön. Hypen wir? Ne, wir hypen nicht. Nein. Oh Gott. Tatsache, es sind Geister.
Gefallener Seraph. Noch ein Hund. Bring sie zurück. Bring sie alle zurück. Seraphi. Euch ist schon aufgefallen, dass wir keine Pflanzenviecher sind. Ganz ehrlich, nee, ich muss da jetzt mal. Das ist wieder das perfekte Beispiel für etwas, was ich schon seit Ewigkeiten sage, wo die meisten Leute mich aber immer nur verwirrt angucken. Und zwar der einfache Umstand, dass tote Menschen zu nichts zu gebrauchen sind. Ja, stimmt. Seraph, was macht ihr denn? Bleibt mir vom Leib! Heftiger Beschuss! Pforzheimer ist gefallen. Meine Fresse, nichts ist so schlimm wie tote Menschen in diesem Game, ey. Ja, also nichts die Toten. Die Toten sind wirklich die, die einem am meisten auf den Sack gehen. Naja, außer Scarlet. Ja, da hast du recht. So, die Frage ist aber, warum sind jetzt hier die untoten Geister der Verteidiger wieder am Start? Ich meine, hier wurde ja kein Fluch gesprochen wie in Askalon oder so. Oh, Massenvergewaltigung da drüben, oder? Das hört sich zumindest gerade stark so an. Adrenalin aufgefüllt. Jetzt werden aber auch wieder, ne? Jetzt werden wieder Geister gefickt. Tötet mich nicht! Bleib weg, Mordrem! Ich bin kein Mordrem! Oh, so Belinda ist das, guck mal! Ja, können wir dir aufs Maul hauen? Ah, guck mal, da kommt Belinda ihre Schwester! Jane Delacroix! Bleibt stehen! Margie, was geschieht denn da? Belinda, ich bin hier! Alles gut! Ist ja alles gut! Nee, gar nichts ist gut! Ihr seid cool, Margie! Ihr habt mein Schwert dabei! Ich passe darauf auf! Versprochen! Wenn das Dunkel euch überwältigt, zerfetzt sich eure Feinde, ehe sie euch etwas tun! Bis zum Tage eures Todes bin ich bei euch. Meine Liebe zu euch ist ewig. Zeigt mir das Schwert. Jesus, man. Wie die gerade guckt. Das ist eh nur Advertisement, damit du dir das bei der nächsten Gelegenheit im Edelsteinshop kaufst. Ja. Das ist so richtig Product Placement jetzt für Guild Wars Gegenstände in der Story von Guild Wars. Hobbala Hasnaha! Malakba! Nein. Ja, die kriegt jetzt kein OP-Schwert! Nein, das wäre einfach mega unfair, wenn die jetzt OP-Schwert kriegt. Ich wittere einen neuen Skin im AHA. Ich will nicht, dass sie ein OP-Schwert hat. Geht es euch gut, Belinda? Sie. Ihr Geist. Sie hat sich mit dem Schwert verbunden. Ja, schön, sie hat sich mit dem Schwert verbunden. Ich glaube ja. Wir sind für euch da. Sagt, was ihr braucht. Sie dachte, ich sei ein Mordrem. Sie wollte mich... Als Belinda starb, wurde meine Welt dunkel und nun weiß ich nicht mehr, was ich fühlen soll. Belinda hat ihre Seele mit dem Schwert verschmolzen. Wie das? Warum? Ich weiß es nicht. Ich muss Nachforschungen anstellen. Vielleicht ist es eine besondere Klinge. Ich kann es einfach nicht glauben, dass sie das getan hat. Alles wird gut. Nehmt euch nur ein wenig Zeit für euch selbst. Ruht euch etwas aus. Ich habe keine Zeit, mich auszuruhen. Klaas und ich machen Fortschritte in der Abtei. Klaas. Ah nee, Klaas, nicht Klaas. Nee. Das so weit hat ProSieben es schon gebracht. Cass und ich machen Fortschritte in der Abtei. Also, wir nennen die beiden jetzt einfach Joko und Klaas. Klaas und ich machen Fortschritte in der Abtei. Wir haben ein weiteres Treffen mit Magistra Makai arrangiert. Es zu verlegen wäre ein Fehler. Wir müssen uns gegen Voldemort wappnen. Wenn ihr sicher seid, so geht zurück. Ich muss mich beim Pakt melden. Eine große, ruhige, alte Bibliothek ist genau die Art von Umgebung, die ich jetzt brauche. Es wird meine Gedanken ablenken. Wir müssen Voldemort erledigen, mein Freund. Das werden wir. Ich sah mich in den Ruinen um, geil. Die Geister gefallener Seraphen überfielen. Ohne eure Hilfe wäre ich jetzt tot. Die sieht auch schon so milfig aus, diese Kack-Abteileute immer, ne? Ich bin unterwegs zur Silberwüste, zu Forschungsarbeiten für Magistra Makai. Keine Ahnung, ich sag die Frisur nicht. Sucht mich auf, falls ihr mal dort seid. Ist aber keine Milf-Frisur. Stimmt, Alter. Ich hätte auf euch warten sollen. Diese Geister hätten mich beinahe erwischt. Warum nur? Haben sie mich für einen Mordrim gehalten? Ich vermute aufgrund ihres Traumas. Sie starben so plötzlich. Sie waren verwirrt.
Arme Dinger. Nun ja, ich stehe in eurer Schuld, nachdem hier... Was? Nee. Nachdem hier... Na... Nachdem hier mache ich mich in die... Nachdem hier mache ich mich in die Silberwüste auf, um weitere Forschungen anzustellen. Solltet ihr in die Gegend kommen, könnt ihr ja nach mir suchen. Ich spendiere euch eine gute Mahlzeit. Das werde ich mir merken. Entwickelt so, euch was, zusammen. Was ist die Silberwüste? Neues Gebiet. Oh, und wir kriegen gespenstische Beutel mit Beute. Runen oder Siegele? Ich will Rune. Ja, Runen. Überladen. So. An Kommandeur Witcherclaw. Wir planen unseren Angriff auf Voldemort im Lager der Standhaftigkeit, unserem neuen Aufmarschgebiet in der Silberwüste. Es ist nun an der Zeit, dass wir alle zu unserem Wort stehen und ich würde euch bitten, uns bei unseren Vorbereitungen zu helfen. Was... Ich habe eine spezielle Mission für euch, wenn ihr interessiert seid. Die Seraphen von Kryta haben über Fort Vandale eine neue Route zu unserem Aufmarschgebiet gesichert. Indizien deuten darauf hin, dass die Banditen diesen Ort übereilt verlassen haben. Die dort postierten Wachen wissen womöglich mehr. Bitte seid in dieser Gegend wachsam. Durch die erhöhten Mordrim-Aktivitäten ist es besonders gefährlich. Gezeichnet Traherne. Anzeigen. So, wo ist die... Wer oder was ist die Silberwüste? Ach, da ist vor Vandale. Das ist vor dem Eingang zur Trockenkuppe. Aber... Lol, ich bin unsichtbar. Lol, über der Trockenkuppe gibt es ein neues Gebiet, Mini. Über der Trockenkuppe gibt es ein neues Gebiet. Dürfte ungefähr wieder insgesamt die Größe der Trockenkuppe haben. Sehr geil. Jetzt checke ich kurz, was im Inventar Sache ist. Mal den ganzen Shit öffnen. Guck mal, ich bin unsichtbar. Naja, es geht, ne? Ich bin gespenstisch. Oh, ich habe drei Ektos rausgekriegt. Ich muss jetzt erstmal alles wieder einsacken, bis ich nachher Lust dazu habe, es aufzumachen. Du hast direkt Lust, es aufzumachen. Mein Inventar ist aber voll. Dann lösch was raus. Hab ich schon. Und reist du schon mal zur nächsten Station? Es gibt eine Belinda, okay. Rucksack des Job-O-Tron-Replikats. Was? Handelsposten oder wo? Ja. Ah, okay, danke. Es gibt auch eine Mini-Belinda. Aktionen. Permanenter Gilden-Flaggentodesstoß. Mini-Belinda Delacroix. Finde Tickets für exklusive Waffenskins in Schwarzlöwentruhen. Passt euren PvP-Todesstoß an. Mini-Belacqua. Rucksack des Job-O-Tron-Replika. Passt euer Aussehen mit dem entsprechenden Rucksack. Er verrichtet seine Arbeit jetzt auf eurem Rücken. Zwar wird eure Kampffähigkeit nicht gesteigert, aber dafür haltet ihr moralische Unterstützung. Manchmal. Lol. Das ist schön. Jeder will moralische Unterstützung. Oh yeah. Dann gehen wir hier mal raus. Ja. Und dann gehen wir jetzt mal zum Vor. Weil wir müssen in das neue Gebiet. Ich will zu meinen Star-Kameraden. Er will an die Front. Front. Der ich Karte. Bin ja auch ein Frontschwein, ne? Frontsau. Schade, dass es keinen Titel gibt. So, wo müssen wir nochmal hin? Ich hab's jetzt nicht angezeigt gekriegt. Zum Vor der Dreifaltigkeit? Nein! Gut. Depp. Ja, keine Ahnung, Treuhörn ran. Wir müssen Eingang Trockenkuppe. Da zu der Wegmarke. Also noch in der Brisbane-Wildnis. Ja, ich bewege mich gerade schon zu der Wegmarke. Aber gerade noch einen wunderschönen Ladebildschirm. Die haben mir echt gut was gebaut. Sehe ich noch nicht. Kann ich nicht beurteilen. Ja, ich stehe gleich schon davor. Es ist einfach. I'm too excited. I'm so excited. And I just can't hide it. I'm about to lose control and I think I like it. So. Reperiu, der Sonnenbringer. Alter, das immer. Alter, der Char sieht geil aus hier. Der Char sieht mega geil aus. Was hat er für Schultern? Die Schultern stehen dem Char mega geil. Ich muss PvP spielen. So, jetzt kann ich weiter.
Ich war gerade verkrüppelt. Ich wache über. Wo steht denn Char, was? Hier, der Char mit dem, warte, ich markiere ihn mal. Brennenden Schulterschutz, ne? Nee. Nee, da, der. Balthasar, schenke euch Kraft. Oder ist er das? Ja, das ist er. Er hat die neuen Schultern aus dem PvP, die passen irgendwie übelst geil zu der Char-Rüstung. Ja, wir müssen doch hier schwätzen, oder? Naja, es ist nur einmal kurz so Hallo sagen. Dann heißt es, reist ins Lager der Standhaftigkeit. So. Die neue Operationsbasis des Pakts. Muss man natürlich als Paktkommandeur zugegen sein. Oh, was ist denn hier los? Ich weiß, Stück Papier. Ja. Interagieren. Bericht 392. Die Ranken kommen immer näher. Gestern verschwand der dritte Speer beim Untersuchen der Pflanzen. Noch immer keine Neuigkeiten vom Hauptquartier. Tage, die seit den letzten Befehlen vergangen sind, 21. Hier, das ist Evil Shit. Ja, hier ist Evil Kniegel oder so, ne? Die Experimente haben nur wenige Ergebnisse hervorgebracht. Die Ranken nehmen keinen Schaden durch gewöhnliche Vernichtungsmethoden, aber können verletzt werden und sogar getötet, wenn genügend Kraft angewendet wird. Unglücklicherweise ist solch große Kraft nicht ausreichend vorhanden. Ja, bei Menschen natürlich nicht. Ein Teil des Berichts ist verschmiert, ihr könnt nur einige Bruchstücke entziffern. Haben die Wand durchbrochen, wir sind zu wenige, alle gefallen. Verstärkung? Fragezeichen? Nee, scheinbar keine Verstärkung. Ich gehe jetzt ins nächste Gebiet. Du-du-dum. Du-du-dum, du-du-dum.